Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dishonored. Ja, die Hauptkampagne haben wir ja durchgespielt. Deswegen, da braucht man gar nichts erst zu sagen, zu machen. Wir haben hier allerdings noch, ja, die normale Hauptkampagne ist klar, die haben wir durch. Und wir haben herunterladbaren Inhalt. Das habe ich mal, nachdem ich beim letzten Mal hier reingeschaut habe, einfach mal so festgestellt. Ja, und deswegen würde ich mal sagen, wir probieren es zumindest mal aus, was das hier jetzt genau ist. Dunwall City Trials haben wir. Dann haben wir hier The King, the Knife of Dunwall, nicht The King of Dunwall, The Knife of Dunwall, The Brickmore Witches. Also ich weiß nicht, was da exakt alles drin ist. Wir schauen es uns einfach mal an, spielen es einfach mal an und dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Wenn das jetzt nicht so einfach nur so kleine Minispiele sind oder sowas, dann denke ich mal, werden wir auch das komplett durchmachen, durcharbeiten hier, beziehungsweise durchspielen hier. In dem Moment, Arbeit klingt immer so blöd. Das ist ja keine Arbeit in dem Sinne. Das ist ja einfach nur Spaß und Freude und mit euch teilen und ja. Bevor ich mich hier festquatsche, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Dunwall City Trials von Dishonored. Achte bei jeder Prüfung auf. Was? Okay. Dunwall City Trials. Willkommen zu den Dunwall City Trials. Hier kannst du deine übernatürlichen Assassinenfähigkeiten in 10 verschiedenen Prüfungen schärfen und deine Leistung mit anderen Spielern aus aller Welt vergleichen. Es gibt vier verschiedene Arten von Prüfungen: Mobilität, Schleichen, Kampf und Rätsel. Du erhältst eine 3-Sterne-Wertung. Für jeden erzielten Stern wird in der Galerie ein Artwork freigeschaltet. Okay, alles klar. Also wir kriegen Punkte und damit ja, Sterne und Punkte und damit können wir uns freischalten. Ja, wenn du in manchen Prüfungen 2 Sterne erzielst, wird für die betreffende Prüfung die Schwierigkeitsstufe Experte freigeschaltet. Dein Fortschritt, deine Punkte und deine freigeschalteten Inhalte werden automatisch in deinen Benutzereinstellungen gespeichert. Okay, alles klar. Wir schauen uns das einfach mal an, würde ich sagen. Ja, Bestenliste, da brauchen wir gar nicht erst reinzugucken. Galerie, haben wir hier natürlich noch gar nichts, denn, ja, ne, freischalten, erreiche, ist jetzt ja 10.000 Punkte, 30.000 Punkte, 10.000 Punkte, okay, alles klar. Also mit verschiedenen Punkten können wir hier auch Artworks freischalten. Gehen wir mal zur Prüfungsauswahl. Normal, Experte, ja, Experte haben wir natürlich gar nichts. Jetzt sind die Prüfungen, die wir hier haben. Geheimnisvoller Feind. Sammle die 4 Hinweise, ohne entdeckt zu werden, um herauszufinden, wer dein Ziel ist. Dann eliminiere es. Joa, das können wir machen. Was haben wir hier? Schleich dich ins Anwesen, um die 6 Eier zu bergen und möglichst viele Wertgegenstände, beispielsweise Erbstöcke, Gemälde und Münzen mitgehen zu lassen. Wisst ihr was? Das probieren wir direkt mal aus mit dem geheimnisvollen Feind. Wirst du entdeckt, bleiben dir einige Sekunden, bevor dein Ziel durch die Portale flieht. Ja, alles klar. Also unser Ziel ist dann trotzdem noch nicht weg. Ziele. Sammle die 4 Hinweise. Ohne entdeckt zu werden, um herauszufinden, wer dein Ziel ist, dann eliminiere es. Das Ziel wird bei jedem Durchgang zufällig neu bestimmt. Du kannst versuchen, dein Ziel ohne alle Hinweise zu finden, aber wenn du eine unschuldige Person eliminierst, ist die Prüfung beendet. Lass dich nicht erwischen. Wenn du erwischt wirst, such dein Ziel das Heil in der Flucht. Also wenn du erwischt wirst, such dein Ziel das Heil in der Flucht. Wenn es entkommt, ist die Prüfung vorbei. Bewertung. Wenn du die richtige Person eliminierst, ohne alle Hinweise zu besitzen, erhältst du mehr Punkte. Du erhältst mehr Punkte, wenn du Wachen aus dem Weg gehst, statt sie bewusstlos zu machen. Game over. Die Prüfung endet, wenn das Ziel fliehen kann oder du eine unschuldige Person eliminierst. Alles klärchen. Das könnte ein bisschen heikel werden, gerade für mich. Ne, auf Grundeinstellungen kannst du dich gut verstecken. Ja, das kennen wir ja noch. Wenn ihr euch ganz zurückerinnert, ganz am Anfang, als wir gegen den Meisterspion oder, halt den Erhaltlöchern ausschau. Schleiche dich unbemerkt vorbei, indem du Dachbodenfalltüren benutzt, okay? Nicht weit, wir schleichen erstmal. Aber denn, ja, die Fähigkeiten haben wir natürlich alle noch. Naja, nicht alle, aber viele. Und jetzt interessiert mich aber mal eins. Wir haben hier Beherrschung. Ach, das ist Personen kontrollieren, ne? Personen kontrollieren. Personen haben wir jetzt ja nicht, ne? Ah, ich kann auch kleiner. Wie schön. Wie geil. Ja, das Chaos da draußen. Aber wie gesagt, das sind ja nur Trials. Also dann doch eher Minispiele, mehr oder weniger. Wenn man das so bezeichnen kann. So, aber. Ja, damit habe ich schon auch ein bisschen. Aber kein Inventar, ne. Damit haben wir schon mal ein bisschen Mana vergeudet. Und ich weiß, hier irgendwo war doch die Ratte, oder? Also so eine. Ich weiß gar nicht, kann ich die denn hier. Oh Leute, das ist schon was anderes jetzt als im Hauptspiel, in der Hauptkampagne. Ja, Prüfungskarte, ein geheimnisvoller Feind. Also wir sind hier. Es gibt diesen großen Raum hier. Um den wird sich wahrscheinlich alles drehen. Wahrscheinlich ist das hier die Fluchtmöglichkeit dann irgendwo.
Hier haben wir noch einen Raum. Wahrscheinlich mit Bad oder sowas. Und hier sind auch nochmal drei Räume. Also wo wir hier reinkommen. Und dann haben wir hier nochmal zwei separat abgetrennte Räume. Okay, Leute. Ich würde sagen, lasst es uns versuchen. Da zum Beispiel kommt gerade jemand angelaufen. Da ist was. Ja, auch noch eine Karte. Okay, der läuft da einfach lang. Warten. Huch. Hallo? Hallo? Ah, okay. Okay. Da kommen wir nicht lang. Wir können allerdings versuchen, hier hochzukommen. Mit dem Teleport. Ah, oder so. Mit Springen geht es auch, das Ganze. Das wusste ich so noch nicht. Ist aber halb so wild in dem Moment. Hier oben ist aber auch nichts, ne? Sag mal. Hallo? Gerade im Kingston, da sind wir da lang gekommen und jetzt kommen wir hier nicht mehr lang. Na gut. Aber da ist eh nichts weiter und da eh nichts weiter ist, spielt das so keine Rolle, würde ich sagen. So, der ist dort. So, wir haben 1, 2, 3, 4 Hinweise. 31 Meter, 74, 32, 64 Meter. So, die Frage ist, wie können wir diese Prüfung hier... Wie kommen wir an den Hinweis ran? Ist der im anderen Raum irgendwo? Ist da ein Raum? Ja, ich. Ja, Karte gibt's hier ja nicht. Also bis auf die an der Wand. Aber so, wir können. Nee, nicht teleportieren. Wir können trotzdem nochmal die Nachtsicht anmachen. Und dann sehen wir. Irgendwo muss eine Tür sein. Da ist noch ein Raum, auf jeden Fall. Ah, schaut mal da oben. Alles klar. Da oben. Okay, eine leicht bekleidete Dame. So, und diese leicht bekleidete Dame läuft nur hier vorne rum. Genau wie der her, die ist beschäftigt. Alles klar. So, und wir gehen erstmal sicherheitshalber direkt wieder da hoch. Ja, wie. Ah ja, okay, alles klar. So kann ich das betrachten. Ne, so kann ich es gar nicht betrachten. Ja, das ist schön. Wie komme ich denn dann jetzt zu meinen Hinweisen? Ah, das ist gerade echt mies. Ja, dein Ziel. Achso, da rechts oben steht es. Alles klar. Ich habe gedacht, das kann man noch einmal lesen. Dann müssen wir es uns merken. Dein Ziel trägt wieder Helm, Hut oder Maske. So, das heißt, wir wissen noch nicht genau. Könnte also dieser hier sein. Wieder Helm, Hut oder Maske. Könnte aber auch so eine Dame sein. Interessant, interessant. Das auf jeden Fall. So, der ist es schon mal nicht. Ich glaube, so viel kann man sagen. Kommen wir direkt dahin, ja. Gott. Das ist aber auch... Boah. Ja, jetzt runtergefallen. Wahrscheinlich habe ich einfach noch falsch gezielt. So, da hinten sind Hinweise. Die Frage ist halt, wie kommen wir dahinter, ohne entdeckt zu werden? Wahrscheinlich eher von der anderen Seite, hä? Hm. Wo ist denn jetzt? So, der ist der. Der geht da lang. So, da kommt auch eine Wache an.
sehe möglicherweise, das City wackelt so komisch da rum. Ah, keine Ahnung, was er gemacht hat. Spielt ja in dem Moment auch keine Rolle. Wisst ihr was, wenn der jetzt dort ist? Wie weit kommen wir denn? Ja, dann sind wir zumindest schon mal da oben. Und da geradeaus irgendwo. Ja, da kommen wir nicht hin, das ist zu weit. Aber da kommen wir hin, da kommen wir hin. So. Und die Frage ist, ist hier irgendwas drin? Ja, hier ist auf jeden Fall eine Dame und auch ein Herr. Beide ohne Maske oder sehe ich das falsch? Alles? Ich denke mal, wir sollten uns vielleicht dann doch eher erstmal einen weiteren Hinweis holen, bevor wir hier irgendwo den Fehler machen und dann den falschen umlegen. Nichts wäre schlimmer. Denn dann gilt die Mission als gescheitert. Ja, im Moment weiß ich noch nicht ganz so recht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, das tatsächlich sieht mir das eher nach Minispielen aus, die noch ein bisschen, ja, dem Spieler hier drin halten sollen. Ob einem das nun gefällt oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Warum fliegen denn die Bücher hier so rum? Seltsam. So, die Dame geht raus. Die beiden. Ne, die geht nicht raus. Alles klar. Also ich meine, ich könnte es jetzt auch mal mit dem Ratten probieren. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist. Also mit dem Kontrollieren von Ratten oder Menschen. Hinweis gefunden, okay. Du siehst schlecht aus. Ich weiß nicht. Was soll ich jetzt machen? Oh Gott. Alles klar, wir werden direkt dann quasi hinter ihr dann rauskolportiert, mehr oder weniger. Wenn wir das machen. Alles klar, alles klar. Dann wissen wir das zumindest. Da ist doch jemand. Was haben Sie gesagt? Oh nein. Hallo? 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 Was ist das denn hier? Hallo? Hallo? Also, Mission fast vorbei. Danke, danke, danke. Dass das überhaupt nicht funktioniert hat und vor allen Dingen. Ja, wo ist er denn? Mein Ziel trägt blaue Kleidung. Ja, toll. Ja, entkommen. Das ist. Also, ganz ehrlich, Leute, das lief ja soweit relativ gut. Relativ gut. Und relativ gut deswegen, weil erstens. Warum falle ich dann kurz vorm Schrank runter und ich nehme mal an, wir spielen hier mit Corvo oder, naja, eigentlich nicht so wirklich, aber ist egal. Und unser Charakter jedenfalls hält sich dort nicht mal fest, ne? Das ist schon leicht seltsam. So, dann springen wir da hoch. Natürlich, wir werden entdeckt irgendwo, beziehungsweise auf uns wird aufmerksam gemacht. Und dann versuchen wir durch diese Tür zu gehen und hängen dort an der Kante fest. An der Kante, wo man ehrlicherweise sagen muss, dass man da eigentlich normalerweise locker drüber steigt. Also, Leute, ne, das ist. Mit halbwegs realistisch hat das nichts zu tun. Das ist, nee. Ich meine, ich probiere es hier einfach noch einmal. Naja, wir schauen uns jetzt einfach nochmal eine andere Prüfung an. Ja, Prüfung verlassen. Wir schauen uns mal eine andere Prüfung an. Ganz ehrlich, ich weiß nicht so recht, ob ich da irgendwo positive Punkte noch dran finden kann. Klar, die Herausforderungen und sicherlich mit der einen oder anderen Übung kriegt man dann das Ganze hin. Und man schaltet hier auch Artworks frei. Was ja gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Aber auf der anderen Seite, das ist es mir nicht wert, mich dann aufzuregen, nur weil ich dann irgendwo dummerweise an der Kante festhänge. Ich meine, klar, die wurden auf mich aufmerksam gemacht, aber
soweit wie ich das jetzt beurteilen konnte, wurde ich ja noch nicht einwandfrei identifiziert, ne? Ich weiß es nicht genau, Leute, ich weiß es nicht genau, aber schon allein diese zwei Punkte, wo ich sage, ne, einmal, der hält sich nicht mal fest und dann, hängst auch noch an der Kante fest, ja, an der Kante, an der klitzekleinen Kante, ja, das ist, als würdet ihr jetzt laufen und dann würdet ein Stück Papier vor euch stehen und ihr würdet da drüber fallen, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen, so nervig ist das, so nervig, so, gut, aber ich will da nicht weiter rumrätschen irgendwo, es ist ganz einfach so, ne, wir probieren jetzt einfach nochmal was anderes aus. Assassinen Sturmlauf, begib dich nur mit deiner Armbrust bewaffnet auf dem Weg durch den Level und schieße deine Ziele so schnell wie möglich ab, wobei du keine Zivilisten treffen sollst. Oh ja, okay, alles klar. Schieße so viele herabfallende Walöltanks wie möglich ab. Kämpfe dich durch stetig härter werdende Gegnerwellen. Kaskade des Todes, führe Falkenangriffe aus, während du versuchst so schnell wie möglich die letzte Plattform zu erreichen. Zugläufer, erreiche das Ziel so schnell wie möglich. Berühre so viele rote Lichtstrahlen wie möglich, bevor die Zeit ab. Gelaufen ist. Was ist das denn? Serientäter. Eliminiere eine zunehmende Anzahl von Gegnern mit Hilfe der Umgebung und oder deiner Kräfte. Zwischen den einzelnen Runden kannst du dich an einer Bonusrunde versuchen. Und Zeitlupenmassage. Bricht durch das Glas, um Zeit verlangsamt zu starten. Und eliminiere so viele Personen wie möglich. Zwischen den einzelnen Runden kannst du dich an einer Bonusrunde versuchen. Ja, okay, alles klar. Wir werden mal hier oben. Wer mal hier? Ja, komm, wir kämpfen dich durch stetig härter werdende Gegnerwellen. Wir probieren das einfach mal. Schon mal sehen, was das bringt, weil ich meine, hier sucht man ja die Konfrontation. Kämpfe dich durch stetig härter werdende Gegnerwellen. Bewertung: Jeder eliminierte Gegner erhöht deinen Punktestand. Wenn du Gegner mit Stil ausschaltest, erhältst du zusätzliche Punkte. Ja, was ist dann mit Stil schon wieder? Naja, Spezial. Manchmal erscheint ein goldener Händler und verschwindet nach 30 Sekunden wieder. Triff ihn, um Munition und Elixiere zu erhalten. Eliminiere ihn, um Ausrüstungsverbesserung zu erhalten. Alles klar. Runen erscheinen zufällig in der Umgebung zwischen manchen Runden. Sammle sie, um neue Kräfte zu erhalten. Es gibt rivalisierende Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Das kannst du zu deinem Vorteil ausnutzen. Aber du erhältst nur Punkte für Gegner, die du selbst eliminierst. Alles klar. Game over. Die Prüfung endet, wenn du stirbst. Ja. Dann schauen wir doch mal hier rein. Kämpfe dich, ja, das haben wir ja gerade, ne? Kämpfe dich doch stetig. Ja, da werden eine Gegnerwellen. Dafür haben wir uns ja sowieso entschieden. Dort ist offenbar eine Rune. Die Frage ist wohl eher, was haben wir für Waffen? Was können wir benutzen? Wir haben Teleportieren, wir haben die Nachtsicht, wir haben, ja, Kugeln entsprechend. Was? Ich dachte, das wären jetzt irgendwelche Zivilisten, aber wenn die tatsächlich auch Weiner sind, dann bitteschön. So, irgendwo. Was? Oh, direkt hinter uns, alles klar. Alles klar, ja, das sieht im Moment zumindest mal schon mal besser aus, auch wenn ich schon fast tot bin. So, zack. Aber wir können ja heilen. Was mir auch mal so ein bisschen wundert, dass wir das einfach so können. Irgendwo war eine Rune, ne? Die war eins. So. Irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Rune jetzt noch fake war, die wir gesehen haben. Das weiß ich nicht. Was? Wo kommt der her? Wo kommt der denn her? So. Feigeschalte, tödlicher Schwarm 2. Ja, okay, alles klar. Das können wir mal austesten. Tödlicher Schwarm Ratten beschwören. So. Achso, die kann ich schon nicht mal futtern. Als Klärchen. Wartet mal. Hallo?
Junge Sau. Oh, ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen verteidigen. Ja. So, zack, das funktioniert. Oh, wie schön, wie schön, wie schön. So, wenn ich jetzt wüsste, wo der eine Typ ist. Ah, Runde 5, alles klar. Attentäter! Okay, okay, okay. Da hinten. Attentäter, alles klar schon. Okay, alles klärchen. Warum der jetzt einfach nur geguckt hat, weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Nehmen wir einen Bolzen mit. Ja, da ist. Da haben wir da eine Rune wahrscheinlich. Eine Rune. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, freigeschaltet. Zeit verlangsamt. Okay, alles klar. Sehr, sehr schön. Wir gehen. So, was haben wir hier? Den können wir. Achso, den kann man nicht von hier oben, alles klar. So, den haben wir auch. So, freigeschaltet, Verbesserung. Ja, alles klar, freigeschaltet, Verbesserung. So, ja, 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 wo seid ihr denn? Was schießt denn da? Hallo, wat, mein Freund, jetzt warte mal. Natürlich, natürlich. So, zack, Armbrustbolzen, ja, danke schön. Was ist? So, warte, wir gehen mal hier nach oben. Ja, wo bist du denn, du Drecksau? So, da ist er. Weg mit dir, ey. Weg mit dir! Dich braucht keiner. Schon? Ne, kommt noch kein neuer. Alles klar. Runde 8. Verdammt, ein Tote. So, der erledigt. Achso, oh, ich habe keine Munition mehr. Alles klar. So. Meine lieben Freunde, das funktioniert wenigstens halbwegs. Das macht auch relativ viel Spaß, bin ich ganz ehrlich. Also das ist jetzt was, wo ich sagen muss... wie kommen wir da hoch? Ja, genau. Ja, mal schnell dahin. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja, jetzt haben wir natürlich auch nichts zum Heilen. Alles klärchen. Das heißt... Ja, jetzt sind wir tot, Leute. Also ganz ehrlich, das ist... Ja, nicht verkehrt für den Anfang, sag ich mal. Das war jetzt... Ja, ein neues Artwork ist jetzt in der Galerie verfügbar. Das ist schön. Ich denke mal, das können wir uns hier sparen. Denn schließlich... Ja, wie gesagt, ich wollte nochmal reinschauen, was das angeht. So richtig überzeugt bin ich immer noch nicht. Prüfung wiederholen, ist klar. Ich meine, das hat jetzt wirklich Spaß gemacht, in dem Sinne, dass man tatsächlich einfach mal so ein bisschen metzeln. Aber das ist nichts, wie ich sage, auf Dauer kannst du das machen. Deswegen schaue ich mir die anderen auch nicht weiter an. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit den anderen, was wir jetzt hier noch gesehen haben. Wupp, Missionen. Herunterladbare Inhalte. Und dann haben wir hier nämlich The Knife of Tanwald. Ja, 2 und... Also, so komme ich da dran, alles klar. So, das, ich denke mal, Kampagne, ja, das ist klar, The Knife of Tanwall.
Ist das dann Story? Leute, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen, denn ich muss jetzt langsam an dieser Stelle tatsächlich einen Cut machen. Beim nächsten Part, das heißt, sprich Sonntag, ja, Sonntag, werdet ihr dann quasi sehen, was The Knife of Tanwall ist und eventuell The Prigma Witches. Keine Ahnung. Also, das vielleicht noch ein paar Worte zu Tanwall City Trials. Das ist für Leute, die tatsächlich eine Herausforderung suchen und die sich dann halt auch nicht daran stören, dass man auch mal an der einen oder anderen Stelle festhängt oder sowas. Das ist dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Es sorgt für Kurzweile, das ja, aber auf lange Sicht gesehen ist das nichts, wo ich sage, das kannst du auf ewig machen. Ja, besten Listen hin und her, sorry Leute, aber für mich ist das absolut nichts. Kann sein, dass es Leute gibt, denen das richtig gut gefällt, von mir aus, aber für mich ist das absolut nichts, Leute, ne? Okay, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, wenn nicht, dann natürlich nicht. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei, ja, Dishonored, die Maske des Zorns, das nächste Mal mit The Knife of Tanwall. Bis dann, Leute. Ciao.